St. Georgen ist super erreichbar mit der Schwarzwaldbahn und man ist schon sehr weit oben. Das ist der Vorteil. Es gibt einen schönen Merksatz hier. Brigach und Breg bringen die Donau auf den Weg oder zu Weg. Und das hier ist schon die Brigach. Und heute fahre ich so eine Tour um die 100 Kilometer und schaue mir diese beiden Quellflüsse der Donau an. Bregquelle wird quasi als Donauquelle angenommen. Wo genau die Quelle ist, da scheiden sich die Geister. Und hier ganz in der Nähe liegt der Güntherfelsen. Faszinierend in dem ganzen Gebiet sind Felsen ohne Ende, als hätte ein Riese wahllos Felsbrocken vom Himmel geschmissen. Ah, die perfekte Bank für die Mittagspause. Und hier hat man einen schönen Blick ins Rheintal rund. Es geht die Breg hinunter bis Donaueschingen. Da fließt sie dann zusammen mit der Brigach in die Donau, oder die beiden bilden ab dann die Donau. So, geschafft. Der Ort ist nicht einfach zu erreichen. Dieses riesige Gebiet hier ist eine einzige Baustelle. An der Straße oben wird gebaut und dieses gesamte Gebiet hier von Brigach und Breg wird renaturiert. Das da einfach, früher war das einfach so ein völlig lebloser Kanal und jetzt bauen die so Kurven wieder wie früher ein. Genial, damit da wieder Leben reinkommt. Ja, und hier sieht man ganz gut, links fließt die Breg rein, rechts die Brigach. Die fahre ich jetzt wieder hoch und zurück nach St. Georgen. Und ab hier eine ziemlich hässliche Stelle eigentlich mit dieser Brücke, da ist es die Donau.
kann zur Donauquelle im Aufzug fahren, das ist Luxus. Ausgang, Donauquelle. Alles Tür öffnet. Die Innenstadt von Villingen. Jetzt geht's noch nur noch 14 Kilometer nach St. Georgen zurück. Ja, einer der nassesten Sommer überhaupt und trotzdem brennt da hinten der Wald. Aber gut, der Spätsommer jetzt ist auch sehr trocken schon wieder. Das Einzige, woran man erkennt, dass schon Mitte September ist, ist, dass es so früh dunkel wird. Jetzt ist es 6:30 und die Sonne steht schon ziemlich tief. Hier im Klosterweiher von St. Georgen endet die Tour auch schon. Es waren so gute 100 Kilometer. Man kann die Tour locker auch in 2 Tagen fahren. Es gibt mehr als genug am Weg zu sehen. Aber war auch so ein Traum. Das ist arschkalt.